Heiko, wie sieht's denn aus? Gut? Heiko? Hä? Mach! Also da haben wir den FUP. Dann muss ich das einschalten für den Heiko. Schau, jetzt machen wir ganz hier nur leicht, bis wir essen gehen. Wir haben hier Jochs, da haben wir natürlich viele Sachen. Jedes dieser Einzelteile, Flächenmaß, Jocheinheit. Schaut mal, das Joch ist ein traditionelles, seit der Antike bekanntes Flächenmaß. Es ist in Süddeutschland, Österreich bis heute im Sprachgebrauch erhalten und liegt je nach Region zwischen 33, Gack ausgedacht, und 58. Jetzt all die Zahlen, ich kann aus den Zahlen hebräische Zeichen machen und aus den Buchstaben, ich erzähle euch etwas auch, wiederum Zahlen machen. Und das ist dann also 33.008, die hat man schon bei Updates, die Zahlen sind extrem tief. Es ist ein Computerprogramm, wo ihr Bilder macht, dass ihr das seht. Das sind die Wellen, Gack, Gall, die Welle. Interessant in der Architektur, es befindet sich als Raumkompartiment. Jetzt können wir das Wort schön auffächern, jetzt hast du mal nachschauen, was das auf Deutsch wörtlich übersetzt hat. ZW ischen, die Geburt, ZW, ZWAF. Ist immer ganz interessant, ischen. Die Geburt eines doppelt aufgespannten Schlafes, zack, vier Stützen. Das ist der Tetraederspiegel. These, Antithese, Synthese und der vierte ist, der den Deckel zumacht. Lothar, hast du deine Spiegel dabei? Ja, weil ich habe Spiegel draußen aufgebaut. Ich hab also hier prinzipiell gesagt, ich kann euch nur neugierig machen auf euch selbst. Und alles, was ich euch erzähle, kann jedes 13-jährige Kind folgen. Was hier unheimlich viel ist, das begreife ich nie. Du musst es nicht wissen. Auch die Sätze wiederhole ich. Ich muss nicht wissen, wie ein Verbrennungsmotor ist ein Benzinmotor. Ben ist der Sohn. Die Geburt einer intellektuellen Existenz erzeugt BN, polare Existenzen. Und das Ganze ist natürlich so eine Sache mit den Verbrennungen. Was erhält mich Trockennasenaffe am Leben? Das ist schlichtweg und einfach mein Stoffwechsel. Was erhält einen träumenden Geist am Leben? Ja, indem er träumt und dann hat er die Illusion, dass sich ständig die Materie in seinem Kopf wechselt. Das ist Evolution, das ist ein Stoffwechsel. Mediziner, die ja so gescheit nachplappern, nennen das Metabolismus. Meta können wir jetzt griechisch lesen, ich habe die alle da, aber wenn ich jedes Wort hier mache, weil dann Beweis wollt, hört einfach zu, es steht genau das drin, was ich euch sage. Ich habe einen Vorteil euch gegenüber. Jetzt ist natürlich, schau, immer beobachten. Ich habe gerade in der Pause ein paar gesagt, wer bist denn dann du? Und dann sagt sie, die Christina. Na so, falsche Antwort. Du bist der, der sich die Christina und den Udo ausdenkt, den Christ. Das ist, ihr müsst eins drüber, ihr müsst hinter euch, du kannst von oben nach unten sehen und du musst dich zum Beobachter von dir selbst machen. Und jetzt wirst du merken, das sind Stufen, wenn ich das immer darstelle. Der klassische Mensch sagt, wenn ich an mich denke, wenn ich an mich, M ist Gestaltwerdung blau, an ein Gestalt gewordenes Ich. Ich denke an mich, ist dieses Ich der Mensch. Der Mensch ist ein komplettes Menschenleben. Das ist wie ein Programm, das Bilder macht. Als Erscheinung, als personifizierte Erscheinung in den Raum bin ich nur eine Person. Person, lateinisch, persona heißt zuerst einmal Maske. Ich trage eine Maske, heißt, kommt aber ursprünglich, jedes Wort wird jetzt ein Wort, wenn ich euch erkläre, kein Problem, 5 Stunden und ihr langweilt euch nicht, wenn man vom Hundertsten ins Tausende geht. Personare heißt hindurchtönen. Was tönt jetzt durch die Maske hindurch? Da ist was ein Stück weiter hinten. Mein altes Beispiel, wo ich sage, wir sind auf dem Faschingsball. Und diese Beispiele habe ich tausende Male, wenn die Sachen wiederholt. Manche hören sie das erste Mal, andere haben es schon oft gehört. Wir sind auf einem Faschingsball, da ist Maskenzwang. Ich weiß nicht, mit wem ich mich unterhalte. Ich weiß nicht, mit wem ich mich unterhalte. Und ich habe jetzt irgendjemanden gegenüber und jetzt ist mir vollkommen klar, wenn ich spreche, dass ich nicht mit der Maske spreche. Als normaler Mensch würde ich jetzt sagen, ich spreche mit dem, jetzt sage ich mit der Person, die die Maske trägt. Aber Persona heißt Maske, das ist ja Maske, hat eine Maske auf. Das heißt, mit dem Körper, ich kann mich doch nicht mit einem Gehirn oder mit Ohren unterhalten. Ich unterhalte mich, was ich jetzt Geist nenne, ist noch nicht Geist. Dann komme ich nämlich erst
Die Person, diese Maske trägt ein Mensch. Der Mensch, der sagt, das bin ich jetzt. Was ihm aber klar sein sollte, dass der im selben Moment sich auch als 20-, 10-Jährigen denken kann, wer denkt sich jetzt das aus, dass ich sage, das bin ich, das war ich. Jetzt benutze ich wieder den Trick mit der Vergangenheit. Dass ich etwas, was ich jetzt denke, was ja nicht mehr sein kann, obwohl es doch jetzt gedacht wird, sage ich, das war halt früher und darum ist es nicht mehr. Ist trotzdem jetzt. Was überhaupt in dir auftaucht, ist hier und jetzt. Und du wirst merken, wenn wir den Tetraeder dann aufspiegeln, dass sich das hochbuscht und dass die Oberflächlichkeit der Sichtweisen, dass du immer, da du nur von oben nach unten siehst, den Hintergrund unterschlägst. Auch ein altes Beispiel, jetzt müsst du, wenn der Hebräisch, ich sage euch, die Hebräisierung, das gibt es in deiner Welt nicht. Bis jetzt. Das ist das erste Mal, egal wen du mir bringst, ich werde dir ganz klipp und klar sagen, was er nachplappert. Welches Buch oder welche Meisterworte jetzt die vor ihm waren, und vor mache ich jetzt so, ich meine nicht chronologisch, sondern hierarchisch. Das ist, was hier in einem Aufbau ist. Das Internet, wenn wir jetzt nehmen von den Milliarden von Internetseiten, wirst du feststellen, du kannst Milliarden rausstreichen und es fällt eigentlich nichts, weil das Kopien von Kopien von Kopien von Kopien von Kopien sind. Ich habe vielleicht am Anfang 20 Mal ein Update geschickt. Das findest du in so vielen Internetseiten mittlerweile, zumindest die Verlinkungen. Und dann ist natürlich gerade, dir muss bewusst werden, was jetzt ist. Macht doch mal Folgendes mit normalen Tierchen in euren Traum. Es geht nicht, dass du die von was überzeugen müsst, sondern ich sage euch jetzt gleich, wie die reagieren werden. Könnt ihr ausprobieren, ob es stimmt. Du nimmst ein Papier. Leider leer was. Ja, ich hab schon irgendwo. Na. Da ist. Ich suche mein Stift. Ein Dick, der ist zu dünn. Ich brauche was, dass die das sehen. Meine Frau hat es dabei. Da gehe ich noch drauf ein. Das gibt es überhaupt nicht. Die Christina kriegt es wieder. Hat er einen dicken Edding oder sowas? Habt ihr nicht? Ich habe welche reingeschmissen. Ich weiß nicht, wo sie sind. Danke. Das machen wir auch nochmal. Das habe ich das letzte Mal angesprochen, da gehen wir jetzt ein wenig tiefer. Da wirst du nämlich feststellen, was du als die Frau, das ist das Fragebogen. Dieses Fragebogen ist auch die Anfangsbuchstaben von Frau, von Frau. Deine Frau ist deine Welt, die du dir ausdenkst. Wenn du jetzt, du merkst einen Zettel Papier und dann legst du das auf den Tisch, ich mache jetzt mal auf den Tisch, und dann sagst du zu irgendjemandem, was siehst du oder was ist das? Dann schauen die das erst an, Fragezeichen auf den Augen, ganz normal, und dann werden die sagen, aha, bist du sicher? Ich sage, nee, das ist ein Fetzen Papier, wo ein Haar drauf ist. Das ist ja auch mit dem Fußballer. Das ist also, was du hier auf dem Bildschirm siehst, das ist die Merkel, das ist der Schwarzenegger. Ich sage, nee, das ist ein Monitor, das ist ein Foto, das ist ein Fetzen Papier. Ihr Menschen, die ihr außen lebt, ihr seht zu 99% Sachen, die ihr in Wirklichkeit gar nicht seht. 99% von dem, was du in deinem Kopf verwirklichst mit deiner derzeitigen Logik, sind reine Konstrukte, die nicht existieren würden, wenn du diese Logik nicht zum Denken benutzen würdest. Wenn du nur schaust, was jetzt da ist. Und dann sage ich, okay, das ist ein weißes Blatt Papier, wo ein Haar drauf ist. Stimmt das? Normalerweise mache ich das, dann seht ihr nicht nur solche Blödsinn. Das ist ein Haar auf einem weißen Blatt Papier, der auf einem Tisch liegt. T-Ish. Ish ist das hebräische Wort. Ishin. In jedem Wörterbuch heißt das Bestehende. Es taucht auf, es kommt hervor. So wird es umschrieben. Das ist so. Tisch. Stimmt es? Jetzt waren die Leute schon vorsichtig. So Blödsinn. Das ist ein Haar auf einem weißen Blatt Papier, wo auf einem T-Ish liegt. Und der T-Ish befindet sich an einem Z im Meer. Z ist Geburt im Meer. Das sind die Grundwellen und die Oberwellen. Und wenn wir jetzt in diese Worte in der Hebräisierung Zahlen einsetzen, wenn das physikalische Formeln, mit denen kannst du absolut perfekt rechnen.
Und jetzt kriegst du irgendwann einmal einen Zustand, dass du sprachlos wirst. Sobald du das jetzt nicht nur nachblabberst, sondern dann ausprobierst, so jetzt Donis, Feddings, die Namen, die öfter in die Selbstgespräche fallen, immer dran denken, die sind in keinster Weise besser als du, das sind genauso Gedankenbrösel, die von dir ausgedacht werden, die nur gibt, wenn du sie denkst, aber da ist dann eine Verwebung in den Namen ohne Ende, was dir ja erst im Nachhinein hier auffällt, wieso, wir machen mal Doni. Wie viel Zeit haben wir noch? Das reicht locker und leicht. Das bist du, oder? Nee, das bist du. Ich habe jetzt mal aus. Moment. Drauf. Eins, zwei, eins, zwei. Siehst du? Heilende Hände. Ich begnadige euch. Der fällt mir jetzt spontan ein, die Feddings waren da, wann war Deisendorf? Die Geschichte, da hat mich eingeladen, so wie jetzt hier, die Helga mich hier eingeladen hat, schon ewig her, in Deisendorf im Rathaussaal soll ich da reden und dann hat sie geheißen, oh, da soll der Menschensohn sein, waren ein paar Neugierige, ist natürlich ein paar mit Sekten, da ist nämlich in Bodensee, war damals der Messias auferstanden, wie hat der geheißen, Matthias? Alexander, das ist der neue Messias und jetzt kommt die Konkurrenz. Jetzt passt auf und dann halte ich meinen Vortrag, da waren die Feddings damals und ihr wisst ja, ich laber halt den Leuten, ich erzähle was, es kostet keinen Pfennig, da sind vorne nicht Esoterikmesse Bücher, wo ihr kaufen müsst und CDs und all das ganze Zeug. Also von meiner Seite, ich verlange überhaupt nichts, gib und vergiss. Und dann sind natürlich von der Konkurrenz an meinem Vortrag, sind da welche drin gewesen und die waren dann vorne gestanden und dann sind die rausgegangen, ich habe Schwefel gerochen. Kein Witz, ich mache zwar Witze, aber jetzt müsste ich wieder sagen, raumzeitlich echte Geschichten, wobei das in dem Gesangkomplex einfach nur eine Facette in einem Bücherregal innerhalb eines Buches eine Facette ist. Und dann die Woche drauf ist dann der wirklich auferstandene Meister gekommen. Eintritt, glaube ich, war 280 Mark damals, 280 oder 300 Mark Eintritt für einen Vortrag von 1,5 Stunden. Und dann hat er seinen Vortrag gehalten. Er hat sich's leicht gemacht. In die Stille. Ich versende Heilstrahlen. Und dafür haben die ausgepackt. Jetzt frage ich, wer blöd ist, der oder die, die da hingehen. Man klammert sich immer an irgendwelche Erscheinungen. Und jetzt, passt du mal auf, den Köstner. Lass mal den Doni, heben wir uns für morgen auf oder für heute Nachmittag. Wir lesen jetzt etwas rein. Das ist das, jetzt könnte ich die Zahlen umsetzen. Ein roter, spektraler Himmelswanderer. Da habe ich schon gesagt, Hayom ist El Hayom. Das ist UB 86 El Hayom. ML kann man von Gott lesen. Das Meer von Gott, wir können das L mit 70 schreiben. Die meisten wissen es, dann heißt es hier vom Joch. Das zur Raumzeit wird und das ist eine doppelt aufgespannte Schöpfung. Und das ist ND, ist die existierende Schöpfung, heißt Auf und Ab. Ein ständiges Auf und Ab, eine Beweglichkeit, transversal, okay. Und das ist RR, sind zwei Sachen, die erweckt werden, die sich widersprechen. Ton 11, wenn wir jetzt hier zum Beispiel 11 eingeben, da haben wir zwei Möglichkeiten. Ich mache zum Beispiel einfach einmal AI. Das ist 1, 10, ist 11, rechts nach links gelesen, links nach rechts gelesen. Das ist unser Ei, das ist die schlichtweg die Verneinungsformel, das ist Ei heißt nichts. Das heißt zum anderen wo, schau mal wo ist ein doppelt aufgespannter Augenblick. Sobald ich plus 5, minus 5 aufspanne, habe ich zwar 2, die ich sehe, plus 5, minus 5, rein arithmetisch betrachtet ist es nichts, eben. Okay? Das ist die Energie, die Energie der polaren Existenz. Energie kann nicht vernichtet werden. Sie wandelt sich ständig in eine andere Form um, bleibt dabei aber immer nichts, weil sie nicht denkbar ist. Rein, ich mache mir dies als arithmetische Gleichung. Die Energie ist die Wurzel von allem. Sollte man eigentlich wissen, jeder Wurzelbegriff, also jeder Begriff unter der Wurzel hat zwei Ergebnisse, nämlich Plus und Minus. Wurzel 9 ist nicht 3, sondern das Ergebnis 2 plus 3 minus 3. Aber was ist plus 3 minus 3? Nichts. Alles, jetzt kommen wir in dieses Maya-Denken.
aber nicht so, wie du das lernst, wenn du Buddhist bist oder irgendetwas. Und also gut, jedes Wort können wir tiefer gehen. Und jetzt hast du es hier, der Ton 11, der Ton I in der Welle 15, 10, 5 heißt ja, das ist Gott. Eine Welle von Gott, Akbal. Ak hast eben jetzt nur hier bloß, ich kann mir jetzt in die Wörterbücher nachschauen, also nur diese Zeichen als hebräische Zeichen gelesen, im Langenscheid steht, eben jetzt. Eben, räumlich, ist flach. Aber schau wieder, war das nicht eben? Eben ist nicht flach. Eben jetzt, hier nur bloß. Und du musst, wenn da viele Sachen sind, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Ak hinschreibe, wohlgemerkt, das sind Maya-Namen. Wenn ich Ak hinschreibe, AK, die normalen Wörterbücher sagen, aber allein dennoch, eben, gewiss, ja, ja doch, für wahr, jedoch, lediglich nur. Und ich kommentiere jetzt das ganz kurz, AK ist das da mal deine Schöpfung. A steht für Schöpfung und das K am Ende heißt dein, deine Schöpfung. Ist, der Intellekt wird zu einer raumzeitlichen Erscheinung, die im Meer ist, das sind deine Gedankenwellen, nur, das heißt übrigens N-U-R auf Hebräisch, ist ein flackerndes Licht, das sind, statt Wellen kann man auch Lichtfacetten machen, das hier, okay? Für wahr, doppelt aufgespannte Schöpfung, HR heißt die Wahrnehmung deiner Berechnung, Ratio, die Rationalität. Das HR übrigens wiederum als hebräische Zeichen heißt Berg. Und Berg, das deutsche Wort Berg wiederum, BRG heißt immer Weckengeist. Wo kommt die Gedankenwelle her? Sobald ich eine Gedankenwelle aufschmeiße, entsteht ein Tal. Immer gleich. Wobei es genau genommen gar kein Tal ist. Denk dir mal, Wasseroberfläche. Jetzt werde ich, wenn ich den Sinus mache, das hier, zuerst der Berg und dann das Tal, ist rein physikalisch unmöglich. Der klassische Sinus ist, sobald was Nulllinie auftaucht, senkt sich im selben Moment. Das gibt ja nur jetzt. Hier denke ich mir schon wieder Zeile ab, wie bei den Worten, die ich mir abwechselnd vorstelle. Gut, jetzt ist es, dass wir jetzt nur mal diese Perspektive sehen und ich schmeiße jetzt, ich bin ja hier El Hayom, Gott das Meer. Und in mir verspüre ich plötzlich so ein Grümmeln. Und dann gibt es einen erweckten UB, das nennst du Erubzion. Und dann stoße ich hier im erweckten Geist eine Berechnung, einen Berg raus und jetzt steht dazu nicht ein Dall, sondern der Berg hat rechts und links zwei Teile. Das ist Plus, Minus, Minus. Die Bilder waren reine Physik, wenn ich Zahlen noch einsetze. Und da könnt ihr jetzt nur, das müsst ihr nicht wissen, du musst bloß wissen, alles was ist, ist perfekt. Was nicht perfekt ist, ist dein einseitiges Wertesystem. Was ist das für ein Gott, der sowas zulässt? Du sagst jetzt zu mir, das ist die Schöpfung. Und du sagst, was ist das für ein depperter Gott, der hätte zumindest einen Henkel dran machen können. Der ist da. Du kennst ihn bloß noch nicht, weil du dich nicht geistig, dann müsstest du dich ja geistig von deiner Richtung wegbewegen und das Verkehrte, die Kehrseite dir anschauen. Selig die Verrückten. Ich habe ja gesagt, der Jordan, das hebräische Wort für Jordan schreibt sich nur IRD. So beginnt übrigens das Irdisch. Wenn du Irdisch wirst, Irdisch ist als Gestalt geworden, bist du über den Jordan gegangen. Und jetzt kommst du in das gelobte Land, wo Milch und Honig fließen. Das hebräische Wort Milch heißt auch weltliche Polarität. Kann er da zeigen, ganz perfekt. Und jetzt kommt es, jetzt musst du erst einmal in der Welt, in deiner Traumwelt die Schwätze und so vertreiben, weil sonst wirst du Kirre. Und dann wird interessanter, sobald ich weiß, das ist ein Film, wird der Hannibal Lecter unheimlich interessant. Er ist auch nicht böse, er ist ein toller Charakter. Märchencharaktere, die sich das nicht raussuchen können. Wie interagieren die Charaktere? Ja, wir haben jetzt also hier, ist immer und quasi nur für wahr eben die Energie und ihre polare Existenz jetzt. Und dann hast du es noch als Konduktion bestimmt. Und wir haben jetzt hier den Köster, schau, 1,5 ist ja, ist Gott, der ist eben immer nur hier und jetzt und Beal heißt in all, in diesem Gott. Akbal ist die 15. Zeichen im Bademayas. Im Gelben, IM ist wieder das Meer, also Yom, ich kann jetzt lesen, das göttliche Meer, ist der Geist von Gott und seinem Sohn. Roter spektraler Himmelswanderer, ein Wanderer durch Raum und Zeit, ihr wisst ja, der Heiland, im Christentum ist der Heiländer. Durch karmische Felder sind manche Möglichkeiten in Raum und Zeit begrenzt.
Heute ist der beste Tag auszumisten. Ich sprenge heute bewusst eure alten Ketten. Ihr müsst mir bloß vertrauen. Ich halte meine Versprechen. Und was das Erste ist, was für viele unangenehm ist, dass ich euch nicht sage, was du tun müsst. Ich sage, beobachte einfach, was der, der du ein Leben lang zu sein getan, geglaubt hast, was der tut, was er erlebt, weil das dein Programm ist, das sollst du durchschauen. Darum ist es irre, die elementare Veränderung in dir passiert, wenn du anfängst, wer anders zu werden als das, was du beobachtest. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal an was du jetzt denkst, das bist nicht du. Du bist der, der sich jetzt diese Information anschaut, wo du sagst, das bin ich. Sobald du an was anders denkst, ist das, was du zu sein glaubst, weg. Du bist aber immer noch der, der Wellen anschaut, der Veränderungen anschaut. Das ist das, was ist. Darüber diskutiere ich mit keinen Trockennasenaffen. Das ist ein riesengroßes Geschenk. Und diesen Bewusstseinszustand zu kriegen, hat nichts mit intellektuellem Wissen zu tun. Bewusstsein ist nicht intellektuelles Wissen. Bewusstsein ist die Energie, ich sage einfach mal ganz grob, ein Computer, und der braucht Intellekt, dass er Bilder machen kann. Wissen. Vorstellungen kann ich nur aufbauen, wenn ich eine Datei habe mit Daten und mit Verknüpfungslogik. Aber beides jetzt, dieser symbolische Computer und das Wissen, das ist dein blaues Ich. Dein blaues Ego ist ein Konstrukt, Werte- und Interpretationssystem. An was denkst du bei dem Wort Mars? An den Schokoriegel? An einen Gott, an einen römischen Gott, an einen Planeten. Merkst du, da wird jetzt ein, jetzt kann, ach ja, kenne ich ja auch, ist es ja auch. Und du wirst jetzt merken, wenn wir das Wort Mars auffächern, dass da noch viel mehr Perspektiven sind in dem Wort, die du noch gar nicht kennst, weil die Lautwesen sind Energien. Also gut, dieser rote spektrale Himmelswanderer. Ich löse auf, um zu erforschen. Das heißt, ich muss jeden bestehenden Gedanken auslesen, um einen neuen erforschen zu können. Die kommen alle aus mir. Wachsamkeit freisetzend. Ich präge den Ausgang des Raums mit dem spektralen Doni der Befreiung. Ich bin geführt durch meine eigene Kraft verdoppelt, weil ich nämlich du bin und du bist ich. Wahrlich, ich sage euch, ich bin eins mit dem Vater. Und jetzt ist natürlich immer wieder, wenn du, ich erkläre, die ganze Spiel, wo ich mit meinen Offenbarungen begonnen habe, heißt, ich bin du. Also begreif jetzt langsam, dass du ich bist und nicht irgendein Gedanke, den du dir ausdenkst. Der rote, spektrale Himmelswanderer öffnet ein Spannungsfeld der Nachtwelle, N8, eine Existenz in der 8-Welle. 8 ist übrigens die weibliche 1, kannst das A als Aleph als echt setzen. Diese Existenz erscheint dir echt. Über die auflösende Kraft der 11. 11 ist jetzt keine Zahl, es ist ein Maya-Kalendername. 11 ist Aleph ist Aleph. In Verbindung mit Ben, das ist Maya-Kalender, Leute, wir reden nicht vom Judentum oder vom Christentum. Das ist natürlich alles reiner Zufall. Wir können jetzt ins Chinesische gehen, ich habe ja so meine Möglichkeiten und jeder hat von euch schon mal was vom I Ching gehört. Und dann gibt es jetzt die Digramme, die zu Hexagrammen werden und es ist vollkommen wurscht, das sind Zahlenwerte. Wir machen einmal hier zum Beispiel die Hexagramme und da gibt es jetzt, wenn du das durchrasterst, sind ja 64. Jetzt hast du natürlich Schwierigkeiten, wir haben ja bloß 22 bzw. 27 hebräischen Zeichen, kann man alles genial umrechnen, wenn man weiß, wie es geht. Die Lösungen sind so leicht, wenn man es was so wie hier Knacksen wegmachen von einem Anloch, ein bisschen minimal verändern und dann passt es auf den Punkt. Zum Beispiel das Hexagramm, normale I Ching, hol doch ein Buch, das Hexagramm, machen wir mal 22. Nee, machen wir 21. Passt jetzt schön, der 21. hebräische Buchstabe ist es Shin. Ausgeschrieben Shin heißt Zahn. Transzendental, den Dance wollen wir auch noch mitmachen. Das 21. Zeichen ist das Shin, das 21. Hexagramm im I Ching. Spricht sich auf Mandarin, Chinesisch, Shin. Und das Zeichen hast, je nachdem, welche Übersetzung du hast, das Abnagen. Wir können die 8 anschauen, das 8, das ist Chat, die Kollektion, das 8. Zeichen. Das 8. Hexagramm ist eine Verbindung, je nachdem, welche Übersetzung. Wir können mal im Internet einfach I Ching schauen, da gibt es ja verschiedene Übersetzungen. Es ist immer ein Zusammenfassen von irgendwelchen Einheiten. Das liegt jetzt nicht die 8 als Ding an sich, die Oktave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 ist diese 7 in 1.
seine Kollektion, wo ich jetzt eine Kollektion, ich denke jetzt zum Beispiel an mein Zimmer, an welches Zimmer? Zimmer ist noch kein Bild. Wenn ich sage, jetzt dein Heimatort, deine Wohnung, du hast noch niemals deine Wohnung gesehen, sagt jeder, du spinnst doch. Na so, pass auf, an was denkst du an deine Wohnung? Nur an das Wort Wohnung. Weißenburg, München, Bayreuth hat noch nie irgendeiner gesehen. Das ist wie Wetter, hat auch noch keiner gesehen, was nicht heißt, dass es kein Wetter gibt. Bayreuth ist eine Kollektion und alles, wo ich jetzt sage, an welche Straße, an welches Haus, ist eine winzige Facette aus dieser Kollektion. Das Holofeeling ist ein vollkommen neues Denken, ein ganz anderes Betriebssystem. Der erste Himmel und die erste Erde, die du dir ausgedacht hast, werden vergehen. Ich habe gerade was vergessen, mache ich kurz den Sprung. Matrix, willst du die rote oder die blaue Brille? In dem Film dargestellt, wenn die rote nimmst, kommst du raus aus der Traumwelt nach Zion. Hast du übrigens Grabstätte auf Hebräisch. Und jetzt weiß man in Zion, und dieses Zion symbolisiert, wo die Leute schlafen, wo du am Computer angeschlossen bist. Die blaue ist die obere Welt. Und jetzt ist der Witz. Entlöst das nachfolgende Wort ins Gegenteil. Das heißt, eine Entscheidung ist nicht, wenn du von Rot und Blau eins nimmst, weil dann nimmst du ja bloß von dem, was da ist, die Hälfte. Entscheidung heißt das Aufheben. Du musst die Scheidung aufheben und du hebst die nicht auf, wenn ich sage, ich nehme die Rote und die Blaue. Dann ist, wenn ich nur die Blaue nehme, ist die Rote im Hintergrund, nämlich nur die Rote ist die Blaue im Hintergrund. Entscheidend ist, dass ich beide was vollkommen Neues mache. Wenn ich mich jetzt quäle, ich soll mich entscheiden, nehme ich das Kreis oder den Dreieck, egal für was ich mich entscheide, es ist keine Entscheidung, dann habe ich nur noch das Kreis oder nur den Dreieck. Die Entscheidung ist, wenn ich an Kegel denke. Das ist die Höhe der ausgeschlossenen Dritte. Und alles, was ich widerspricht, alles, was ihr bekämpft, ich nenne es einmal das Verkehrte, die Feinde, habe ich euch nicht gesagt, liebe deine Feinde? Das heißt nicht, dass du jeden Arschloch um den Hals fallen musst, sondern ich weiß genau, wo er steht. Und ich mache mir das zu eigen, seine Sichtweise zu eigen und integriere in meine. Das heißt, ich vermehre mich dadurch. Ein tiefes Beispiel, wo ich sage, du stellst dir jetzt vor, dein Leben, das du lebst, ist ein Computerspiel, ein Programm, ein gewisser Wissenskomplex. Und die Welt, die du dir ausdenkst, kann nicht anders sein, wie es dein Wissen dir hergibt. Jetzt ist natürlich, das hämmerst du in kleinen Facetten dir rein, dass es Handys zum Beispiel schon vor 15, vor 20, vor 30 Jahren auf deinem Programm gegeben hat. Du warst bloß noch nicht so weit im Lesen. Weißt du, wenn du anfängst, ein Buch zu lesen, ist das Ende schon da. Wenn du am Ende bist, ist der Anfang immer noch da, weil es ja keine Zeit gibt, aber dieses Gefühl, dass du das in Facetten, in einzelnen Momenten dir zueignest, offensichtlich magst, bis du das einmal durch hast. Und wenn du jetzt zu mir zum Beispiel sagst, kennst du das Leben von Paracelsus, sage ich, ja, das Buch habe ich gelesen. Kennst du das von Einstein? Ja, das habe ich gelesen. Darum ist es immer wieder, in Ich bin du heißt es ja hier, Einstein hat in seinem Leben viele Sachen nicht beachtet und übersehen, das wird er gern jetzt richtig stellen. Das mache ich durch mich selber, weil es bloß mich gibt. Und wenn ich jetzt Fachleute gern in welchem Fachgebiet, mach mal Chemie, komm vorbei, glaub mir, die sind erst groß, hochnäsig und dann werden die so klein, weil die, ich erschlage sie einfach nur mit Fakten. So viele Sachen, die Blödsinn, wo ihr euch ausdenkt, hier Sonnenkollektoren, Windenergie, all das Zeug, Einspeisen von Energie, ist selbst mit den momentanen Formeln überhaupt nicht möglich. Es sind falsche Vorstellungen. Ja, aber es funktioniert doch. Ich sage, das bezweifle ich nicht. Aber hast du dich schon mal gefragt, wieso? Weil du es glaubst. Du bist ein Gott und was du glaubst, ist. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und da du glaubst, dass du nicht übers Wasser laufen kannst, kannst du nicht übers Wasser laufen. Das ist ein leichtes, würdest du das umdrehen, wäre das in deiner Traumwelt die Figur, die Rolle, die du spielst. Du kennst Superman, machen alles. Das ist übrigens eine Zukunft, wo du noch hinkommst, wenn du es bewusst machst. Du kommst aber da nicht hin, wenn du irgendwas, was jetzt in dir auftaucht, ablehnst. Und ganz wichtig, erinnert euch, letzter Vortrag, Dreizack. Maserati, die ganze Esoterik. Wenn du irgendein bestimmtes Ziel anstrebst, solange du noch gierig bist, dass du sagst, ich will Frieden, ich will ein Maserati, ich will ein Porsche fahren, ich will gesund sein. Gesund sein wollen ist genauso einseitig wie nur krank sein. Frieden, denk an mein Beispiel Sonnenschein und Griech, die Heiligkeit. Du entheiligst dich selber, indem du meinst, du müsstest nur eine einzige Seite nehmen. Wenn du vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse isst, wird dir ein Licht aufgehen und du wirst sein wie Gott. Jetzt pass auf, du bist doch ein Gotteskind.
Denkt an meine Jesus-Sätze, wo die mich anklagen, der behauptet, der ist Gott, steht nicht geschrieben, dass die Menschen Gottes Kinder sind. Und wichtig ist, da steht Adam. Es kommt natürlich in der Bibel nochmal auch der Enosch vor. Das ist das, wo der normale Ivri, der normale Hebräer oder Jude, der nennt den Menschen Enosch. Und in jedem Wörterbuch heißt es hier, ein sterblicher Mensch, ein sterbliches Tier, ein Säugetier, und dasselbe Wort hast du auch unheilbar krank und sterblich. Jetzt sind natürlich die Worte schon wieder sterblich so negativ. Du gehst immer davon aus, dass Sterben oder Tod vernichten heißt. Nochmal im Lat. Lichtschöpfer und seine Erscheinungen im Lateinischen heißt es so viele. Das heißt, was sterblich sind, sind die Gedankenwellen. Ob du die jetzt die Welle als Mensch, als Trockennasenaffe oder als Gott ausformst. Egal was du denkst, das sind Geschöpfe, das schöpfst du aus dir raus und die fallen sie wieder rein. Der Einzige, der ewig ist, das bin ich. Und ich versuche dir jetzt zu erklären, dass du eigentlich ich bist und ich bin du. Ich bin du und du bist ich und wir sind alles. Holofeeling heißt einfach das Gefühl, alles zu sein. Ich bin der Scheißhaufen auf der Straße und bin's doch nicht. Ihr habt ein Riesenproblem, solange ihr diese, wenn sich was widerspricht, kann nur eins davon stimmen. Du musst wissen, das, was sich widerspricht, kriegt eine neue Qualität. Um auf die rote und die blaue Pille zurückzukommen, es gibt keine Traumwelt, wenn kein träumender Geist da ist. Und ein träumender Geist, der am Computer angeschlossen ist, der aber jetzt vom Computer keine Datei hat, die eingespielt wird, so wie gerade wie das Internet nicht da war, der hat keine Bilder. Und der sich jetzt das ausdenkt, These an die These, das ist der eigentliche Geist. Das wäre jetzt die Entscheidung zwischen Rot und Blau. Das sagt ihr keiner, da müssen wir selber denken. Ne? So einfach ist es. Und alles, was ich euch erzähle, ihr werdet kein Wort hören, ich werde dir nicht sagen, was du glauben sollst. Die ganzen 18.000 Seiten Holofeeling, außer du liest die aus dem Zusammenhang. Ich werde dir nicht sagen, was du glauben sollst. Ich sage nicht, was du tun oder nicht tun sollst. Das Einzige, was ich sage, werde der, der einfach schaut und sich eigene Gedanken macht. Und umso neugieriger du wirst, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, die Nikodemus-Geschichte. Johannes 3, so oft erzählt, wo der Nikodemus zu mir kommt und sagt, hier Meister, wann komme ich ins Himmelreich? Und ich sage hier wahrlich, ich sage dir, ehe du nicht, jetzt kriege ich mal einen Schnaufer. Wahrlich, wahrlich, ich Nikodemus, ich sage dir, ehe du nicht vom Neuen wiedergeboren wirst, wirst du das Reich Gottes nicht betreten. Und der Nikodemus sagt, aber Meister, ich kann doch nicht wieder zurückkriegen in den Leib meiner Mutter. Die Matrix. Ich sage, nee, kannst du nicht, du bist ja noch mittendrin, du Depp. Du musst raus, ich bringe dir das Schwert, dich abzunabeln. Wahrlich, Nikodemus, nach Luther wörtlich übersetzt, solange du glaubst, du wurdest aus einer Frau geboren, lebst du in einer Welt ständiger Verwesung. Bis du begreifst, dass du von Augenblick zu Augenblick aus Geist und Wasser entspringst. Was erkläre ich dir die ganze Zeit? Steht da irgendwas Verkehrtes drin? Aber glaubt mir nicht, das ist nur religiöses Geschwätz. Jetzt kommt die Wissenschaft. Du wirst merken, wie tiefgläubiger Materialist du bist. Das ist immer wieder 5 Minuten oder gleich? Gleich? Und das ist, ihr, wenn ihr jetzt in meinen Kopf reinschauen könntet, dann müsstet ihr in euren Kopf reinschauen, in die hinteren Ebenen, dass ich Sachen anspreche. Ich will den Doni erklären, das erklären, und das ist ein unendliches Meer von Wissen. Und es ist nicht das, was uns jetzt limitiert. Deine Wahrnehmung ist nicht, was ich dir geben möchte, was du vollkommen umsonst kriegst, sondern was du aufnehmen kannst. Das heißt, immer wieder diese Geduld, was ich reintröpfeln kann in dich, was schon drin ist. Von außen kommt nichts. Jetzt, der widerspricht sich ja laufend. In Ich Bin Du heißt, er ist der Verstehende. Er sieht das alles und jeder schon verstanden hat. Die wissen es nur noch nicht, weil sie noch schlafen. Und wie war das? Und jetzt ist Schluss. Alles, was ich erzähle, erzähle ich dem Geist, der mir jetzt zuhört. Ich kann nur den wach machen, der mir jetzt zuhört. Die Sachen, die du dir ausdenkst, eine Welle kommt und geht, die wird die Ewigkeit nie erfahren. Und wenn du jetzt das im tiefsten Innern verstanden hast, hast du von nichts und niemandem mehr Angst. Nehme dein Kreuz auf dich und folge mir. Punkt.